So Leute, herzlich willkommen. Nächstes Video geht los. Was soll ich euch sagen? Ihr habt es mittlerweile alle mitgekriegt. Der Bus, Alter. In der Nase, hart eingedrückt. Ja, umso länger ich das Ganze sehe, desto optimistischer bin ich. Hier oben dieser Knick in der Kante und sowas ist mit einer der schlimmsten Sachen, weil du kannst ihn hier nicht greifen. Na, guck mal, wie doppelt hier das Blech ist. Hier geht ein Träger von innen quasi noch lang und so. Das ist scheiße. Hier die Ecke ist ziemlich tief drin, so im Verhältnis zu hier drüben. Da steht noch alles. Die ganze Ecke schön. Und hier kann man auch mal echt sehen, wie gut das ganze Blech eigentlich noch war und so, ne? Hier ist wirklich nur ganz leicht was, ja, was soll ich sagen, gerissen, aber eigentlich nur gestaucht. Alles hier unten hat er natürlich seine Hauptprobleme hier um den Blinker rum und so. Und da drin geht's weiter, ne? Man sieht ihn schon von hier hinten, den Wasserkasten oder Lüftungskasten hier eher, genau. So, da unten die ganzen Pappen. Alter, hier war nicht viel Platz, ne? Also Paula hat ihre Beine rübergedreht. Zum Glück, Leute, egal, wir sind cool auf. Ich habe auch schon mal genossen, dass ich alle Beine und so noch hab. Arme komplett fit. Also wir haben diesen ganzen Unfall echt sicher überstanden, dafür, dass wir auf ein stehendes Wohnmobil hinten raufgekommen prasselt sind. Egal, die ganze Geschichte habt ihr ja im Sparvideo schon gehört. Wenn nicht, dann ja, weiß ich auch nicht. Erzähle ich sie vielleicht gleich noch oder so. Aber wie soll ich sagen? Ja, jetzt geht es darum, dass ein Karosseriebauer kommen soll, sich das Ganze angucken soll, weil hier wirklich schon, wie man sieht, ah, die Regenrinne auch leicht nach unten einfällt und so. Hier über die Tür brauchen wir gar nicht sprechen. Guck mal, wie weit aufgebläht die da hinten ist. Da ein Ultraknick drin. Die Ecke hier oben sieht natürlich auch überhaupt nicht schön aus. Ist halt ein harter Unfall, aber wie gesagt, am Ende kann man doch glücklich sein, dass nichts passiert ist, ne? Also, außer, dass der Bus uns beschützt hat, so. Hier sieht man mal, wie viel frisches Blech noch überall vorhanden ist. Wäre natürlich echt geil, wenn man die Front richten kann. Morgen guckt sich ein Karosseriebauer das alles an, dann weiß ich mehr, so. Ein, der das schon lange macht, ist ein älterer Herr und so. Ich bin richtig, hoffentlich macht er das so, ne? Wäre natürlich auch geil, wenn man die Tür irgendwie wieder hinkriegt mit der Front und so. Das ist mein Traum bisher. Nase abschneiden, neu ransetzen, Leute, müsst ihr wissen. Easy, das ist machbar, so. Einfach hier für ein paar Moneten eine neue Nase kaufen oder mit Reproblechen alles aufbauen. Aber ich tippe mal, ich muss hier an der A-Säule was neu haben. Dann werde ich versuchen, Nossblech zu organisieren, dass man das von hier hinten alles vernünftig reparieren kann und so. Ja, hier, Mann, ihr seht, das ist alles noch überhaupt nicht aufgeräumt und so. Das werden wir jetzt alle zusammen machen. Aber erstmal wird die Karre hier ein bisschen umgedreht und so. Hier steht der ganze Scheiß noch von Spar und sowas. Nebenbei regeln wir hier noch einmal neue Radlager rein und so. Also, Leute, ihr seht, wir sind heiß dran, dass der Bus spätestens nächstes Jahr wieder auf der Straße ist, Alter. Anders will ich es ja auch nicht. Ich denke mal, ich werde den jetzt abmelden, es sei denn, der Karosseriebauer sagt, ich mache jetzt in 2 Wochen fertig, so nach Motto, ne? Guck mal hier, da, was soll ich dazu sagen? Auch alles doll reingedrückt. Handbremse steht schief, Lenkrad ist schief. Das Gaspedal unten kann man gar nicht mehr richtig rauftreten, weil da alles im Weg ist. Hier beim Verladen noch das Hörnchen abgerissen. Also eher beim Entladen hier in der Halle. Naja, Leute, was soll ich sagen? Das muss jetzt alles ready gemacht werden. Oh, guck mal hier. Was haltet ihr eigentlich von diesem? Der ist natürlich jetzt auch besonders groß, ne? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon im Shop erhältlich ist, aber ich glaube schon. Ich bin mal gespannt, was das so kostet am Ende. Weiß ich nämlich noch gar nicht. Hier gibt es natürlich hier auch ein kleiner noch und so. Diese Größen. Seht ihr sie da unten? Die beiden. Ist okay, ne? Gut, Leute. Dann wir drehen den Bus um. Bis dann. So, Leute, jetzt geht das erstmal darum, hier unten die ganze Scheiße auszuräumen. Da liegt noch alles drin, das muss ich einmal sauber machen. Die ganzen Scherben aussaugen und so. Zertrampelte Kerzen raus, das Ding ein bisschen ready machen. Geil wäre natürlich auch Drehzahlmesser ausbauen und so, aber kommst du halt momentan nicht mehr so gut mit dem Arm durch da unten überall und so, ne? Also, ja, gibt zu tun an diesem Auto. Ich fange jetzt mal an und räume das aus. So. Dunkel mittlerweile hier, Feierabend, aber einmal alles ausgesaugt, da drüben die Pappe noch abgebaut, na, die steht jetzt da, hinten Sitz reingelegt, dass man da drüben ein bisschen besser in die A-Säule gucken kann. Naja, das werden wir dann sehen, ne? So, Leute, oh ne, die Linse war zu schwierig, so, moin, Phil, auch dabei, moin. Alter. Ja, wir sind, oh, geht noch nicht. Na, ah. Ah. Ja.
Wir sind zurück in der Halle. Vor ein paar Tagen war der Karosseriebauer schon da, der sich hier angemeldet hat und sagte, vergiss es. Front raus, was für Originalblech erhalten. Die Scheiße konnte er alles nicht nachvollziehen. Er sagte, selber machen. Er wird es machen. Aber ich soll das selber machen. Das ist mein Auto und ich soll das fühlen, wenn das Blech wieder gerade kommt und so. Das muss ich erleben. Und das will ich jetzt auch machen. Das heißt, ja, ihr habt ja noch gesehen, wie ich hier alles ein bisschen sauber gemacht habe. Ein bisschen versucht habe, freizulegen hier überall und so. Ne, die Tür. Hier sieht man mal diese ganzen Einblicke, wie doll das alles geknickt ist. Und da die A-Säule rausgepresst und sowas, ne. Ja, wir müssen jetzt anfangen und den ganzen Scheiß erstmal ein bisschen vorholen, dass man überhaupt diese Tür wieder aufkriegt, damit man das Armaturenbrett ausgebaut kriegt und so weiter und so fort. Das heißt, das erste ist wirklich hier hinterzugehen mit dem Arm irgendwie und dann mit dem Dozer den rausreißen. Was da los ist, auch schon. Waren Phil und ich heute schon fleißig, waren wir unterwegs und haben ordentlich Werkzeug geholt. Wir richten jetzt hier eine richtig schöne Karosseriebauwerkstatt ein. Na, guck mal, hier ein Dozer, schönes Modell. Danke an Carstens Autoservice dafür, ne? Und hier haben wir noch einen anderen Dozer, der war bei Nick noch von seinem Opa im Garten oder so. Der ist aber richtig, ja, ich dachte lieber zwei haben, wenn ich die Möglichkeit schon habe. Das stand jetzt alles eng beieinander. Hier ist das ganze andere Zubehörkram. Ich habe mit so einem Werkzeug noch nicht gearbeitet und auch noch kein anderer hier. Das heißt, wir lernen das jetzt hier richtig zusammen. Und ich bin richtig gespannt, was da ergibt. Ich habe auch richtig Bock mittlerweile, diesen Unfallschaden hervorzuholen, zu gucken, ob man das alles hinkriegt. Aber das wird sich noch ziehen. Also Phil und ich laden die Scheiße jetzt erstmal ab und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. So, Leute, guck mal, hier übrigens, ne, Phil modifiziert hier schon direkt. Die neuen Sticker hier müssten jetzt im Shop sein. Jetzt müssen sie wirklich drin sein. Man kennt das ganze Spiel. Auch mal was Größeres. Dieses ist jetzt hier übrigens meine neue... Ja, Übergangsbude, will ich mal sagen. Das ist eine Leihgabe von meinem Chef. Wir müssen auch noch mal genau aushandeln, wie wir das jetzt machen, wie lange ich den überhaupt fahre oder was auch immer. Nur, dass ich jetzt erstmal wieder mobil bin, habe ich diesen Golf hier, was unsere Haus- und Hofhure war, entwendet quasi, ne? Darf man das nicht sagen? Naja, und jetzt geht's darum, hier Bus anschmeißen, rausfahren. Oh Mann, Alter, das sieht auch traurig aus. Ja, wird da reingedrückt. Ja, wenn du von Paulas Stuhl siehst, dann sieht man das gar nicht. Ja, von der Seite sieht das. So kann man denken, alles ist gut, ne? Und dann so langsam nicht mehr. Ja, egal, wie dem auch alles sei. Ich habe gestern schon mal so aus Spaß angefangen und dachte, ja, ich denke eben mal hier auf diesem Lampenring rum. Das ist so massives Material. Da war vorher noch viel mehr eingefaltet, aber was hier für böse Falten drin sind. Das ist natürlich auch schon geil, wenn man sowas nachher wieder ein bisschen in die Form kriegen würde. Klar kann ich den einfach neu kaufen. Aber der Anspruch wäre wirklich, so viele Teile wie vorher dran waren, wieder da anzubauen, so, ne? Also, naja, lange Rede, gar keinen Sinn quasi. Guck mal hier hin. Die Teilekiste füllt sich auch langsam mit den wieder instand gesetzten Teilen quasi, so, ne? Oder heilen Sachen, die wieder ran müssen. Ja, und jetzt drüben durch die Grube wandere ich aus. Ich gehe rüber auf die Wachispalte. Phil und Philipp meinten, fahr mal besser rüber, dann fällt da der Dozer nicht in die Grube und so. Ja, wird jetzt hier quasi das Karosseriebaustudio aufgebaut. Da wollen wir den Bus jetzt gleich reinrangieren. Da haben wir alles jetzt hier so am Start. Da müssen wir diese Krallen hier gleich anbauen. Aber wie gesagt, genau wie das abläuft, weiß ich auch nicht. Das finden wir gleich zusammen raus. Da fehlt da einer. Hier ist irgendwas anders. Das Gaspedal. Ah, jetzt. Kann kein Gas geben. Da fehlt ja auch einer. Ja, kann nicht mehr fahren. Die Zeiten, wo man hier mit fährt, sind vorbei scheinbar. Also letztens rannte das alles noch, aber jetzt nicht mehr. Dann schieben wir halt, ne? Lass uns schieben. Ja, besser ist es. So, Leute, guck mal, der Bus ist jetzt hier aufgebockt in dieser Karosseriebauhalle, Alter, riesengroß da, klemmt fast unter der Decke da oben. Hat ganz gut geklappt, aber war natürlich nicht so einfach, den hier auf diese Höhe zu buxieren. Da ist das jetzt so gehalten mit so Klammern und dann dieses Rohr durchgeschoben, andere Seite, und steht jetzt auf diesen Böcken, ne? Das ist hier echt arschhoch, das Teil, man hat Platz nach unten. Jetzt dieser würde quasi sich abstützen an dem Rohr und dann kann man hier vorne mit diesem Dozer richtig schön rausziehen, ne, Phil? Ja, so. Warte. Ja, genau so. Und dann kommt das alles erstmal hervor wieder so, ne? Aber als erstes werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen abrüsten. Scheinwerfer raus, hier Lampe, hier Lüftungsgitter muss weg. Antenne da, die Überreste müssen weg. Und dann hier der Scheinwerfer, Stoßstange, alles so ein bisschen ab, alles, ne? Gut, bis gleich.
Philipp, wir sollten das machen nochmal, was dein Chef sagte. Mit einem extra Seil das Ganze nochmal abfangen, falls er abspringt und wegfliegt, dass er nicht ballern kann, sondern von einem Zusatzseil noch gehalten wird. Okay, Leute, ihr seid gleich wieder dabei. So, Leute, jetzt hier, wir haben ein bisschen abgespannt, haben uns jetzt hier so ein Spanngurt reingehängt, dass das Seil einfach nicht wegschießen kann und haben hier nebenbei auch schon immer mal ein bisschen gepumpt. Guck mal, was da passiert. Kommt halt auf dem Video kaum nur rüber, aber da ist richtig Bewegung drin. Also die Falte da, die kommt immer weiter raus da unten, aber die muss halt auch echt noch ganz schön weit raus, ne? Aber hier die ganze Säule drückt sich wieder nach außen und so. Machen wir nochmal einen Hieb. Ja, da ist richtig Bewegung drin überall. Naja, Leute, wir holen das jetzt alles mal ein bisschen vor. Hier ist ganz wichtig, nicht auf dumme Gedanken kommen. Da darfst du keine doofe Idee haben. Du musst da wirklich alle doofen Ideen aussortieren und dann kommt da auch automatisch Ruhe rein in die ganze Geschichte. Normalerweise bin ich ja gerne mal ein bisschen hippelig, hektisch, aufgedreht. Hier musst du wirklich Ruhe bewahren, überlegen, wie ziehst du, was machst du, beobachten, fühlen ist auch wichtig. Aber wir sehen jetzt erstmal, dass wir den Hauptknick ein bisschen rauskriegen hier. Wir müssen das vorkriegen, dass die Tür aufgeht. Das wäre was. Gut, bis gleich. So, Leute, guck mal, wir haben jetzt schon echt ein Stück rausgezogen, das ganze Ding. Der Lampentopf steht auch schon gefühlt schon. Klar, ist immer noch ein dicker Unfallschaden. Philipp, gib nochmal einen Hub hier. Man sieht das schon. Gerade wenn man auf den Spanngurt achtet oder so, dann weiß man erstmal, wie viel sich der ganze Scheiß bewegt. Die Front kommt immer weiter raus und immer weiter, ne? Es ist richtig spannend hier alles so. Richtig auf Spannung. Wäre mal interessant, wie viel Tonnen das Ding jetzt gerade so da zieht. Aber so viele Tonnen werden es, glaube ich, gar nicht sein, ne? Wenn das nicht sogar noch im Kilobereich ist, oder? Ah, meinst du? 500 Kilo ziehen ist auch schon ganz schön. Ach, weiß was ich denn, komm. Hauptsache, wir ziehen das Ding jetzt raus und gut ist, ey. Leute, bis gleich. Guck mal hier hin. Wir haben jetzt alles gezogen an dieser Stelle, was geht. Der hat ihn schon echt weit rausgezogen, wie man sieht, die Front hat. Ja, hier diese ganze Kante. Ist ja irre, wo das schon wieder alles sitzt, wo das mal saß. Wie der sich das so zurechtzieht. Guck mal, auch hier das Armaturenbrett. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wie zusammengefaltet das hier war. Ansonsten spult gerne nochmal zurück oder so, ne? Aber hier geht richtig was. Unser größtes Problem ist halt, die Ecke hier oben ist aufgerissen. Und gerade eben ist hier die Front quasi. Die ist hier um die A-Säule rumgebördelt. Und die ist runtergeploppt. Beim Reißen. Jetzt sind wir hier mit so einem Spreiz herbeigegangen und drücken jetzt gerade die A-Säule hier von der Tür ein bisschen weg, dass die A-Säule kommt einfach. Und so gehen wir jetzt hier gerade Schritt für Schritt vor, aber das ist schon echt atemberaubend, wenn man hier auf die ganze Front guckt und sieht, wie weit die wieder vorgekommen ist im Verhältnis zuvor. Also, wir machen echt Fortschritte, oder Philipp? Das sieht schon fast wieder fertig aus. Das könnte unsere Zukunft werden, einfach hier sowas zu machen, ne? Naja, Leute, bis gleich. So, Leute, und weiter soll's gehen hier. Das ist ein anderer Tag. Beim letzten Mal sind wir ja schon noch ein bisschen vorangekommen. Ihr habt gesehen, hier vorne diese ganze Falte ist ordentlich rausgekommen. Das ist schon beeindruckend, wenn man mal überlegt, dass dieser Knick mal hier irgendwo unter dem Armaturenbrett da oben unter saß. Ich zeige nochmal ein Bild davon. Guck mal, wie tief dieser Knick drin war. Naja, jetzt müssen wir uns natürlich kümmern, dass das hier ein bisschen zurückkommt. Hier oben, die Ecke muss raus und so. Was ich auch richtig krass finde, das habe ich beim letzten Mal auch kaum gezeigt. Guck mal hier drin, wie viel Platz hier auch ist, ne? Also, falls ihr euch erinnern könnt, wo der Lüftungskasten da mit dem Bosch-Aufkleber, wo der war, der saß hier vorne fast am Sitz an. Also echt richtig krass. Da unten dieser Wasserkasten ist wieder frei. Man hat hier wieder richtig Luft im Fahrgastraum. Wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir erstmal weiter da unten den ganzen Scheiß ausbauen können. Schalthebel mal aus dem Weg, Sitz raus und sowas. Und ja, das werden wir auch machen. Dann müssen wir hier oben da den Himmel mal ein bisschen wegkrempeln, die Sonnenblenden abschrauben und sowas.
was. Aber ich wollte euch noch mal kurz die Geschichte erzählen, wie das alles zu dem Unfall kam, weil ich jetzt unter dem letzten Video viele Kommentare gesehen habe mit, ja, selber schuld, wenn man filmt und ey, ich bin Abfahrt Flensburg-Tötensen auf der A1 Richtung Lübeck gefahren und das ist da sowieso schon so eine Spur, ja, wo sowas oft passiert und wir waren auf der rechten Spur. Mein Navi hat gesagt 5,5 Kilometer, sollen wir rechts abbiegen? Ich guck hoch auf Schild, 1000 Meter, Abfahrt Flensburg-Tötensen. Ja, und dann war schon alles zu spät. Dann bin ich raufgescheppert hinten auf dieses Wohnmobil. Dazu kann ich sagen, definitiv, vor dem Wohnmobil ist einer reingeschert und hat halt aus heiterem Himmel gebremst. Ich habe am nächsten Tag nach dem Unfall nochmal mit der Frau gesprochen und sie hat so erzählt, ja, und mein Mann, der fährt ja auch ganz anders als ich. Der ist jetzt nicht so, wenn er Bremslichter sieht, dann bremst er so wie ich, sondern der bremst dann, wenn er bremsen muss. Das heißt, das Wohnmobil ist Vollbremsung gemacht, von jetzt auf gleich auf Null runter. Da stand und wir sind hinten auf das stehende Wohnmobil natürlich auch noch komplett runtergebremst drauf, so. Also ich habe das natürlich noch mitgekriegt, habe gebremst, wollte links rüber, wusste natürlich aber nicht, was da ist und ey, ihr wisst selber, wie schnell sowas passieren kann. Ich bin 7 Stunden zu dem Zeitpunkt schon unterwegs gewesen. 7,5 Stunden waren wir fast unterwegs, als der Unfall passiert ist. Kein Fahrerwechsel, kein gar nichts, nonstop quasi durchgeballert. Ja, ich bin daraus schlauer geworden. Alter, Leute, ich bin einfach froh, dass Paula hier, Phils Frau, da nichts passiert ist, ich da auch gut rausgekommen bin. Man muss jetzt hier unten nochmal gucken, was eigentlich mit dem Fußboden ist, weil wie man da sieht, das Gaspedal, das steht auch ganz anders. Guck mal auf, wie die Handbremse wieder zurückgekommen ist. Aber egal, wir werden jetzt weitermachen. Heute geht's für uns weiter, aber nicht mehr in diesem Video für euch, ne? Ich hoffe, euch hat das gefallen, wie wir hier angefangen haben und den Bus mal so ein bisschen vorgerückt haben. Hier so ein Vorher-Nachher-Bild nochmal aus der Perspektive quasi. Ist schon beeindruckend. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir als nächstes die Tür aufkriegen. Guckt hier unten die A-Säule, das muss alles aus dem Weg. Und dann sind wir auch schon ganz einen Schritt weiter. Gut, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen da, Abo hier, ne? Folgt dem Kanal, guckt euch die anderen Videos auch gerne an. Ich bin stets bemüht, da euch mit Unterhaltung zu versorgen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.